Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach und herzlich willkommen im Februar. Hier sind wir natürlich schon ein bisschen länger, aber jetzt schneit's. Ich finde, das macht's gleich ein bisschen winterlicher. Und kurz vor dieser Aufnahme, beziehungsweise vor dem Start dieser Aufnahme-Session, habe ich noch den neuen Trailer zum Landwirtschaftssimulator 25 gesehen. Und ich freue mich natürlich auf den neuen Teil, definitiv. Andererseits muss ich sagen, wir brauchen eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit für die großen Felder. Und das bedeutet im Endeffekt auch, dass der Endspurt eingeleitet ist. Und ich möchte definitiv wenigstens ein, zwei der ganz großen Felder hier auf dieser Karte noch bewirtschaften, bevor der neue Teil rauskommt. Ich glaube, bis November haben wir dann auch noch ein bisschen Zeit. Ich kenne das genaue Datum jetzt nicht, es ging irgendwie an mir vorbei. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt, aber wir werden definitiv hier jetzt nochmal ein bisschen Richtung XXL-Felder gehen. Der Rest läuft ja eigentlich schon sehr, sehr gut und ich glaube, das Geld wird jetzt entsprechend reinkommen. So, apropos Geld rein. Der ist schon einmal durch, also zurück mit dir zum Sägewerk. Und ich gehe hier oben einmal durch, Rüben, Schnitzelanlage, Steine fast voll. Ah, das ist angenehm. Stopp. Kommen wir hier durch? Ja. Und ich weiß nicht genau, was in dieser Aufnahmesession wieder los ist. Jedenfalls scheint der Schnee ein bisschen Performance zu kosten. So, wo kriegen wir denn Steine raus? Ich würde mal vermuten, wahrscheinlich hier, oder? Ja. Okay. So, da unten rechts seht ihr, wie die Tonnen nach oben gehen. Mal sehen, wie viel hier drin sind. Da wird er kämpfen, der Kleine. Oi, oi, oi. Ah, jetzt, das ist dann irgendwann, hört das auf. Das habe ich auch nicht gewusst. Da wäre dann also Stopp gewesen für den Anhänger. Und das sind echt schön viele Steine, da freue ich mich drüber. Wie viele... Rüben, Schnitzelanlage. Ist die? Die Level. Ach, die haben wir, glaube ich, abgegradet. Sogar im Wasser. Oh ja. Nicht schlecht. Also, das kommt natürlich zu unserer Kalkanlage. Und dann haben wir da auch schon wieder ein bisschen mehr. Mal sehen, wo ich das jetzt abkippen kann. Ob das da oben rein muss, zwangsläufig. Dann haben wir ein Problem. Dann muss ich das vor das Fördermint kippen. Auch nicht schlimm. So, die Meldung da oben. Ich gehe sie gleich noch einmal durch. Aber ich glaube, der Februar neigt sich dem Ende entgegen. Wir sind zwar im Gülle-Ausbringgeschäft, aber das kann ruhig über den Monat hinweggehen. Da muss ich nicht drauf warten. Einzig, dass Baumwolle angepflanzt ist, werde ich gleich nochmal checken. So, Moment, bevor ich jetzt hier drüber fahre. Boah. Werde ich auf jeden Fall gleich mal neu starten nach der Folge hier. So, der kann hier anfangen. Na los. So, Abkippseite wäre jetzt eigentlich ganz gut rechts. Abkippseite hinten, Abkippseite rechts. Steuerung I. Oh oh. Dann müssen wir so nach und nach. Okay, muss ich jetzt hier nicht beistehen bleiben. Gut. Also. F1 geht weg. Rübenschnitzelanlage, Zuckerrüben. Ja, da müssten... Können wir nochmal welche reinfüllen? Aber der Wert hier ist eh so ein bisschen komisch. Biogasanlage, Gülle. Noch 16 Stunden. Müssen wir uns aber keine Sorgen machen, weil... A, fahre ich gerade Gülle. Mit dem hier. Der bringt also gerade Gülle. Und zum Zweiten...
ist das ja so eine Y-Produktion, deswegen wird das nicht ganz so schnell verbraucht, wie das hier steht. Dessertfabrik Eier, das ist klar. Dessertfabrik Erdbeeren, können wir nächsten Monat machen. Biomasse, können wir nächsten Monat machen. Dessertfabrik Zucker, Junge, Junge, wie da Zucker durchgeht, ist ja der absolute Hammer. Das heißt, wir brauchen unbedingt neue Zuckerrüben. Und ich gucke mal auf den, was muss denn rein? Okay, Zuckerrüben muss in den Boden, Mais erst nächsten Monat. Das ist schlecht. Das ist genau verkehrt rum, wie das für uns passt. Denn das hier ist ja das Maisfeld. Das ist jetzt fertig. Hier ist alles... Feld, aha, Feld 3 Gülle-Output. Okay, my bad. Guck ich mal. Und ich kann euch ankündigen, ich habe ein neues Witzebuch bestellt. Und das sollen wirklich sehr, sehr gute Witze sein. Ich bin mal gespannt. Oh, das wird natürlich noch einen Moment dauern. Okay, hier haben wir einmal drüber gedüngt mit den Gärresten. Guck trotzdem nochmal hier rein. Hafer muss in den Boden. Okay. Und Kartoffeln müssen in den Boden. Ich hätte schon Bock, mal wieder Kartoffeln zu machen. Aber wir machen Zuckerrüben. Wir machen nur eine Erdfrucht pro Monat. Also pro Jahr. Baumwolle ist im Boden. Das wollte ich nochmal prüfen. Das müsste jetzt auf der 9 sein. Sieht aber erstmal gut aus. Jawohl. Und ich habe tatsächlich mal eine Frage an euch, die ich ganz gerne mal stellen würde. Und zwar, soll ich nochmal Precision Farming mit installieren und Precision Farming sozusagen auf dieser Map jetzt zwar mittendrin mit etablieren, aber ja, ich muss sagen, ich habe es auf der Castle Now jetzt ausprobiert und jetzt, wo ich es einmal kapiert habe, finde ich es echt ganz cool. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr pro oder contra Precision Farming seid. Also werden wir das einfach dieses Jahr mal ein bisschen ändern, der Gefälligkeit halber. Wo ist unsere Silage? Wir haben ja sehr viel Häckselgut, Gras kommt auch noch dazu. Wir haben auch noch eine Menge Silage, also wir tauschen die Felder. Auf Rüben kommt dann Mais und auf Mais kommt dann Rüben. Und ich würde vorschlagen... Wollen wir auf das Feld hier sparen? Es ist natürlich sehr groß. 5 Millionen. Oder gehen wir erstmal hier auf so eins mit 100 Hektar? 2,7. Das ist, glaube ich, überschaubar. Ist da schon irgendwas drauf angepflanzt? Hallo? Jetzt. Was wir abgreifen könnten... Sieht aus, als wäre hier Gerste oder sowas drauf. Weizen. Dann ist hier auch was drauf, oder? Das wäre natürlich nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Auf so einem Feld dann 4 Drescher. Ich überlege die ganze Zeit, was wohl am besten nach oben skaliert. Ich würde sagen, hier ist auch Weizen drauf. Weizen oder Gerste. Auch Weizen. Okay, auf den beiden Feldern kriegen wir gratis Weizen. Hier kommt Gras drauf. Hier ist Gras drauf. Hier ist Gras drauf. Das ist das Heufeld. Das müssen wir auch kaufen. Hier kommt Hafer drauf. Hier ist Senf drauf. Sehr gut. Hier ist Gerste drauf. Hier ist Baumwolle drauf. Hier ist Weizen drauf. Und die Frage, die ich habe, ist tatsächlich an mich selbst, McCracken, ja, ich habe eine Frage. Okay, und zwar, was kann ich am einfachsten anbauen, was ich am schnellsten zu Geld machen kann? Was ich gar nicht richtig ausnutze im Moment, ist die Ölmühle. Können wir auch mal upgraden hier. Hackschnitzel und Stroh, damit einfach noch ein bisschen mehr Power
Energie. Kriegen wir das direkt bezahlt eigentlich? Könnten sehr viel mehr Weizen. Also wir könnten die Getreidemühle upgraden, kriegen dafür Mehl. Mehl hilft uns aber nur bedingt, weil Mehl muss der gute Herr Knust in seiner... Die ganze Kleidungsgeschichte müssten wir upgraden, ne? Das ist eigentlich immer so ein Garant. Ich habe früher immer ganz viel mit 45.000. Na, passt mal auf, das machen wir mal. Ich mache mal Folgendes. Erstens, Kleidung auslagern, stellen wir aus. Zurück. Kleidung, Ausgangsmodus ändern, einlagern. Ah, oh, das ist sehr viel. Dann lasse ich es erstmal laufen. Was kann ich anbauen, was ich direkt verkaufen kann? Das sind eigentlich nur Cranberries. Oh, ein großes Cranberry-Feld wäre gut. Was kostet uns das Feld hier oben? 2 Millionen. Dann müssen wir Cranberries anbauen. Im April. Ja, könnte sich knapp ausgehen, wenn ich jetzt sparsam bin. Ich wollte ja eigentlich nach der Ölmühle gucken. Die müssen wir eigentlich auch mal upgraden. Oder die Biogas noch ein Upgrade verpassen. Direkt auf Level 3. Die nimmt nämlich eine ganze Menge von unseren Sachen auf. Die Biogas ist gar kein Y. Oha. Die auf der Castlenau ist Y. Ah ja, genau. Die hier ist, hat parallele Stränge. Dann wäre eigentlich das Sinnigste, wir upgraden die Biogasanlage noch einmal. Und dann haut die uns aber richtig Material um die Ohren. Aber dann können wir häckseln, Gras machen. Wir brauchen dann Mist und Gülle, Zuckerrüben. Also es, ja, Cranberries oder die... Cranberries oder die Biogas. Bin fast für die Biogas und dann so auf über 1 Million pro Monat kommen. Macht schon Sinn. So. Gucken, wie das jetzt hier funktioniert. Oh. Steuerung Alt Y. Steuerung Alt Y. Steuerung Alt Y. Mensch, Palette mit Hundehütten. Nee. Autoload. Achso, erstmal hier abladen. Der hat wieder. Alt Y jetzt. Und aufladen, bitte. Und dann stellen wir das hier auch um. Oh, Inhalt wird gespeichert. Sekunde. Nein. Was steht auf dem Grabstein eines Wanderers? Er ist zu weit gegangen. Jetzt habe ich. Ach so, ja. Wartet mal. Es ist schneller, wenn ich hier hinlaufe, wo ich das Ding in der Liste finde. Verwalten. Ach, habe ich schon umgestellt auf Einlagern. Sehr gut. Und hier vorne die Schindeln auch. Guck mal alle drei gleich an. Umgestellt, Einlagern. Jawohl. Alles für die Performance. Alles für den Club. Und die Schindelfabrik steht auch auf Einlagern. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, dann gucke ich mal, ob ich hier noch was ausgelagert bekomme, beziehungsweise... Was haben wir hier noch drin? Bilderrahmen, Schindeln, Staffelei. Bilderrahmen, Schindeln, Staffelei. Bilderrahmen, Schindeln, Staffelei. Das sind Hundehütten. Hundehütten. Keine mehr da. Sehr gut. Nur noch du. Zack. Ja,
Staffelei. Ist schon wieder so eine sehr wirtschaftsbasierte Folge hier. Staffelei. 1,7 zu 1,7. Ja, die können wir mitnehmen. Oh. Diese undurchdringlichen Äste. Wer kennt sie nicht? Staffelei, alle 8 bitte. Und Bilderrahmen, alle 8 bitte. Was haben wir hier noch? Schindeln, komm, alles weg. Bring das alles. Was ist das noch? Lange Bretter. Das war jetzt dumm. Die haben natürlich einen anderen. Oje. Oh, oje, oh, das war richtig dumm. Okay, Superstärke hilft uns gar nicht. Na jetzt. Okay, er hat sich gefummelt. Mein Fehler. Sorry. Du müsstest dafür noch rauf. Hier, zack. Und ihr müsst hier wieder zurück. Ja, das war nicht so klug. Spanngurte nicht vergessen. Jawohl. So, das ist doch mal eine Fracht hier. Das wären 100.000 mindestens. Mindestens 100.000. Und ab zum Export. Ja, eine Menge Fragen. Also wir könnten Precision Farming mit draufnehmen. Das fände ich eigentlich eine ganz coole Idee. Der Rest sieht gut aus. Gülle ist jetzt über einen Tag. Das heißt, wir könnten spulen. Die Zuckerrüben kann ich noch da reinkippen, sobald sobald der hier leer ist, mache ich das. Ich glaube, ich mache doch mal lieber hinten. Seite hinten. Und dann werde ich erstmal einmal neu starten. Damit ich die nächsten Folgen dann wieder mit einer vernünftigen Performance aufnehmen kann. So, jetzt geht es nur noch so schnell. Ist auch schon cool, ne? Mit den. Mensch, der Schnee nervt nur bedingt. Mit den langen Dingern hier. Sehr cool. So, und das ist natürlich hier astrein. Die Steine füllen sich wieder richtig gut auf. Kalk ist auch, passt maximal. Wasser haben wir auch. Das passt. Bisher Fabrik Zucker, ja. Das können wir auch nächsten Monat noch machen. Dann können wir nebenbei nämlich aussehen. Dann können wir mal gucken, wie wir so aussehen. Problem ist, die hier müssten fertig werden. Ja, dann lasse ich das mal so ein bisschen laufen. Dann ist das auch kein Problem. Also, wir beenden diese etwas produktionslastige Folge und in der nächsten Folge mit Neustart und diesem hoffentlich fertig gedüngten Feld geht es dann in den März. Im März werden wir die Rüben hier ausbringen. Wir werden uns um noch ein bisschen gucken. Ich werde extrem darauf achten, wie viel Geld wir durch die Biogasanlage über Nacht machen. Vielleicht upgraden wir die direkt auf Level 3. Dann schafft die nämlich mal alles weg, was wir so an Kram haben. Aber wahrscheinlich reicht Level 2 erstmal. Ich bin hin und her gerissen. Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.